Hallo alle zusammen, ich heiße euch wieder einmal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney Dreamlight Valley und heute im neuen Jack Skellington Update. Ich bin gerade auf dem Weg zu Jack. Wag es nicht, mir den Rücken zuzukehren. Was willst du dann tun, Scar? Droh mir nicht auf meinem Land. Entschuldigt. So, Jack ist zu Hause. Ich möchte mich heute um seine nächste Quest kümmern. Ich bin schon ganz gespannt, was er so alles zu erzählen hat. Und ich hoffe, ihr seid das auch. Ich habe ihn mittlerweile hier hinten hingebaut. So, hier der Baum, der mir meine große Wurzel am Anfang geklaut hatte. Der Brunnen daneben. Na, gucken wir mal. Er soll ja angeblich zu Hause sein. Da ist er. Hey! Hi! Da. Ja? Wir müssen sofort miteinander reden. Und genau deswegen bin ich hier, lieber Jack. Dann erzähl mal, was ist los? Wie schön, dich wiederzusehen, Isa. Das gilt auch für mich. Ist es schaurig schön? Buh. Ein mutiger Versuch. Aber du musst dich schon mehr anstrengen, um mir Angst zu machen. Oh, das glaube ich. Ja, doch, glaube ich schon. Was kann ich für dich tun? Reden ist heute irgendwie schwierig, aber das kriegen wir hin. Was kann ich für dich tun, Jack? Können wir das später fortsetzen? Nein, ich bin überhaupt nicht beschäftigt. Was ist los, Jack? Erst einmal muss ich sagen, dass das Haus, das du für mich eingerichtet hast, absolut großartig ist. Vielen Dank. Aber vor kurzem bin ich losgezogen, um mir die Knochen zu vertreten, ein paar Dorfbewohner zu sehen und das Tal zu erkunden, okay? Klar, das ergibt Sinn. Vergiss nicht, ich habe einen wissenschaftlichen Geist und ich bin ziemlich fasziniert, wenn ich Entdeckungen mache. Hm. Mir ist klar geworden, dass es schon eine Weile her ist, dass ich das letzte Mal hier war. Das glaube ich gerne. Und ich fürchte, ich habe vielleicht ein paar Fehler gemacht. Oh, oh, was ist passiert, Jack? Oh, oh, was hast du getan? Ich bin mir sicher, dass es in Ordnung ist. Hast du jemanden gekidnappt und nach Halloween Town gebracht? Nein, nein, nichts dergleichen. Vielleicht kannst du mich wieder mit einigen Dorfbewohnern bekannt machen? Na klar, lass uns zu Olaf gehen. Er ist ein toller Dorfbewohner. Du solltest ihn zuerst treffen. Der Kürbiskönig kehrt zurück. Sprich mit Olaf. Halt. Jack? Ja? Lass uns abhängen. Genau. Lass uns abhängen. Da läufst du mir wenigstens nicht weg. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Wo ist Olaf? Da ist Olaf. Reißen wir doch mal zu Olaf. So. Halt, Olaf! Nicht weglaufen! Bleib hier! Olaf! Du kleiner Lieblingsschneemann! Bleib hier! Lass dich umarmen! Hi! Olaf, ich möchte dich gerne jemandem vorstellen. Kennst du Jack Skelly? Oh. Seufz, wir haben uns getroffen. Das ist toll. Ich habe einen kleinen Fakt über das Wort großartig. Aber egal. Was guckt Olaf so böse? Was ist passiert? Willst du den kleinen Fakt nicht teilen? Olaf, was ist los? Was ist mit meinem fröhlichen Freund Olaf passiert? Ein Schneemann, der seine Begeisterung für Fakten verloren hat, hat seine Begeisterung für das Leben verloren. Was ist mit meinem fröhlichen Freund Olaf passiert? Mein Gott, diese Fs am Anfang, die werden ja ein richtiger Zungenbrecher hier. Nun, Jack hat mich besucht. Es geschah heute Morgen. Remy hat mir ein unglaubliches Schokoladeneis mitgebracht, das ich Anna als Überraschung zum beste Freunde für immer Tag schenken wollte, den ich heute Morgen erfunden habe. Das ist ja süß. Und dann passierte etwas Schreckliches. Ich bin vielleicht noch nicht ganz erwachsen, aber ich denke, selbst jemand, der erwachsen ist, hätte sich darüber aufgeregt. Herr Skellington sagte immer wieder, was ist das? Und stocherte mit seinen knochigen Fingern in der Eiscreme herum. Oh, das ist ja furchtbar. Ich glaube, er war einfach nur neugierig.
Okay, irgendwie ist das lustig. Ich glaube, er ist einfach nur neugierig. Oh, aber Isa, ich bin auch bei vielen Dingen neugierig. Und ich versuche nicht zuzulassen, dass meine Neugierde anderen Leuten die allererste Eiscreme-Überraschung zum beste Freunde für immer Tag verdirbt. Keine Sorge, Olaf, ich mache dir ein frisches Schokoladeneis. Ich rede mit Jack darüber, dass er nicht einfach so in die Häuser der Leute hereinplatzen kann. Dankeschön. Oh, hier ist das Rezept. Danke, Olaf. Und Isa? Ja, Olaf? Ich könnte dir nie einen lustigen Fakt vorenthalten. Wusstest du, dass großartig zuerst groß bedeutet, bevor es ein Synonym für hervorragend wurde? Danke, das weiß ich zu schätzen, Olaf. Du bist großartig. Im modernen Sinn, aber auch im alten, um auf dein großes Herz hinzuweisen. Ich gehe schon und mache dir ein Schokoladeneis, damit du eine Überraschung für Anna zum besten Freunde für immer Tag hast. Ich schwör's euch, Ja. das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Ah, danke, Olaf. So, dann machen wir mal schnell das Schokoladeneis. Das Rezept dafür habe ich zwar eigentlich schon, aber hier ist es trotzdem nochmal. Benutzen. Okay, ich dachte schon, es verschwindet nicht mehr. Na gut. So. Ach, Olaf ist so süß. Ich liebe ihn einfach. Ich möchte auch einen kleinen Olaf haben. Auch wenn ich Käthe nicht mag. Aber Olaf ist toll. Genauso wie er ist. Ein kleiner Schneemann. So. Schokoladeneis finden wir bei den Desserts. Irgendwo bei S. Wie Schokoladeneis. ORS. Schneewittchen, Schokokekse, Schokoladeneis. Da. So. Ah, bereite zwei Gerichte zu. Okay, jetzt nicht. Bringe den Gegenstand Schokoladeneis zu Olaf. So, gucken wir mal, wo Olaf sich jetzt rumtreibt. So, Olaf? Olaf, wo bist du? Da oben. Ah ja, das können wir laufen. Ist nicht weit. Zauber, manchmal bist du echt umständlich. Wir gehen Wege. Und nicht kreuz und quer. Ist ja witzig, wie Jacks Kopf da unten im Fernseher oder im Bild auftaucht. Witzig. Das stimmt, Anna. So, geben. Juhu, da freut er sich. Und ich freue mich, weil Olaf sich freut. Hallo. Olaf, ich bin wieder da. Hier ist ein neues Schokoladeneis, das mit Liebe nur für dich gemacht wurde. Und für Anna. Oh, danke, Isa. Anna wird es lieben. Das ist unser Olaf, wie wir ihn kennen. Bist du sicher, dass Anna Schokolade mag? Bist du sicher, dass denn ich kann. Was? Bist du sicher, denn ich kann sie essen, wenn du dir nicht sicher bist? Nein, so lieben wir Olaf. Natürlich liebt Anna Schokolade. Gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Ich bin verwirrt. Gibt es noch einen Olaf? Mag er auch warme Umarmungen? Nein, nein, du bist der einzige Olaf. Ich bin nur froh, dass du nicht mehr sauer bist. Ich auch. Verärgert zu sein macht keinen Spaß. Das stimmt, Olaf. Fröhlich zu sein macht viel mehr Spaß. Ich habe versucht, mir einzureden, dass ich glücklich bin. Aber Frust ist ein so spitzstechendes Gefühl wie Eiszapfen. Ich konnte es nicht ignorieren. Ja, das ist das Blöde an solchen negativen Gefühlen. Nun, ich bin froh, dass du keine negativen Gefühle mehr unterdrücken musst. Danke, dass du den besten Freund für immer Tag gerettet hast, Isa. Gern geschehen. Und keine Sorge, ich werde mit Jack darüber reden, dass er das Essen anderer ohne Erlaubnis nicht anfassen kann. Das ist wahrlich sinnvoll. Tschüss, Olaf. Auf Juhu. Wiedersehen. Wiedersehen. Sprich mit Jack. Jack, hi. Okay, Jack, wir müssen reden. Olaf war sehr verärgert über das, was du mit seiner Eiscreme gemacht hast. Unsere Herren Eiscreme? haben keine Oh. Vorstellung, welcher Zauber sich hier kontrollieren ließ. Das ist mein Zauber. Aber wie du meinst.
Eiscreme? Oh, so nennt man das also. Ja, es ist nicht cool, sich mit... Aha. Ich frage mich, ob es etwas mit dem Schnee zu tun hat, den ich in Christmastown gefunden habe. So eine faszinierende Mischung aus Schokolade und Winterzauber. Lass dich nicht ablenken. So liebenswert ich deine Faszination auch finde. Ja, Schokoladeneis ist pure Magie. So liebenswert ich deine Faszination auch finde, bevor du so etwas machst, musst du die Leute fragen. Olaf ist so ein süßer Kerl, er hätte dir bestimmt eine Kostprobe gegeben, wenn du nur nett gefragt hättest. Du sagst, er ist süß und er ist auch aus Schnee gemacht? Lass mich dich genau hier unterbrechen. Mit Lebensmitteln, egal welcher Art, zu spielen, ist ziemlich unhöflich. Und die Finger hineinzustecken, ist einfach unhygienisch. Ah, ich verstehe. Ich entschuldige mich, Isa. Es war einfach so faszinierend, dass ich nicht anders konnte. Ist schon gut. Ich weiß, dass du es nicht böse meinst. Wen würdest du gerne als nächstes treffen? Vielleicht jemand, mit dem ich mich besser verstehen würde. Jemand, der die Macht des Schreckens zu schätzen weiß. Jemand, der Freude an Schatten findet. Das klingt nach Scar. Ursula? Ich weiß genau, zu wem du gehen musst. Ich werde dich Ursula vorstellen. Ursula? Schatten? Ich auch, Olaf. Ich liebe die Sonne. Okay, dann suchen wir jetzt mal ganz kurz Ursula. Wo ist sie? Da ist sie. So, wir gehen die Wege. Ich hänge fest. Da ist sie. Ich hänge schon wieder fest. Ursula, meine Liebe. Was? Ah, nein, nicht er schon wieder. Das ist Jack Skellington. Ich schätze, ihr zwei habt euch schon kennengelernt. Leider. Und wie ist es gelaufen? Nun, er ist heute bei mir zu Hause hereingeplatzt. Ich dachte erst, er würde eine Abmachung machen wollen. Aber er ging direkt zu meinen Tränken, schnappte sich mehrere und fing an, sie zusammenzumischen. Aber du hast so hart an deiner Sammlung gearbeitet. Ich wünschte, das würde mich überraschen. Oh, du weißt von seinem Hang zur Unhöflichkeit? Nein. Diese Bedrohung fragte immer wieder, wo ich meinen Froschatem aufbewahre. Dann mischte er Tinte des Krakens mit dem Salz eines Geysirs. Ich bin nur froh, dass ich die Essenz aus mondbeschienenem Seetang zur Hand hatte, damit mein ganzes Haus nicht in Rauch aufging. Oh nein, ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist. Es ist nur an seinem... Was? Er ist nur an deinem Geschick interessiert. Naja, das nächste Mal kann er ja fragen und etwas im Gegenzug anbieten oder ich verwandle ihn in einen dünnen Halm Seetang für meinen Garten. Ich möchte es wieder gut machen. Welche Tränke hat er ruiniert? Isa, Fischlein, obwohl du sehr gut mit der Dreamlight-Magie umgehen kannst, übersteigen die Art von Tränke, die ich mache, deine Fähigkeiten bei weitem. Trotzdem kannst du mir ein paar Zutaten besorgen und solange dieser Plagegeist ordentlich gemaßregelt wird, können wir das wohl hinter uns lassen. Oh, vertrau mir, ich werde mit ihm darüber reden. Was brauchst du? Bring mir Stachelbeeren, rote Kapuzinerkresse, weiße Passionslilien und Amethysten. Ich kümmere mich darum. Gut. Ja, ich muss erstmal die Liste abwarten. Bin schon unterwegs. So. Das meiste habe ich eigentlich alles davon im Lager. Dich habe ich nicht kaputt gemacht. Warum habe ich dich nicht kaputt gemacht? Habe ich dich offensichtlich übersehen. Okay. Noch nie zuvor habe ich so ein Königreich gesehen. So. Ist ja auch mein Königreich, Biest. So, falls ihr euch wundert, ich habe hier die Ecke ein bisschen umgeräumt. Das ist so warm. Das ist gut, Nala. Weil ich hier das Gebäude von der Monster AG von Jack und Sully gekriegt habe aus dem Shop. Und das gehört, passt hier wunderbar rein und deswegen musste ich hier ein bisschen umräumen. Das heißt, der Laden von Dagobert steht jetzt hier, nicht mehr da drüben. Die beiden
Penthouse-Wohnungen, Häuser oder wie auch immer man das nennen will. Oder wie sich das nennt. Das stimmt, Woody. Die stehen jetzt hier direkt nebeneinander und hier ist eine kleine Bar mit Zugang zum Jeremie und hier sind Plätze draußen im Freien. Hier warte ich jetzt nur noch auf das Klavier, dass es hierher kann, damit ich auch noch eine fantastische Musik dazu habe. Gut. Weiter im Text, ich muss ins Lager. Entschuldigt, ich wollte euch nur ganz kurz ein Update geben, wenn wir schon mal gerade an dieser neu gebauten Ecke vorbeilaufen. So. Da ist schon wieder ein kleiner Olaf. Hi, Olaf. Ich weiß einfach, dass wir gute Freunde werden. Das stimmt, das sind wir. So. 12 Stachelbeeren brauche ich. Die sind hier drin. Aufteilen. So, dann brauche ich 3-mal rote Kapuzinerkresse. Dreimal weiße Passionslilien. Und 2 Amethysten. Halt, das ist der glänzende. So, dann haben wir alles. Und das muss jetzt zu Ursula. So, wo ist sie? Da unten. Na? So. Nochmal schnell reisen. Halt, bleib hier. Komm sofort her. Ja, bitteschön. Deine Stachelbeeren, rote Kapuzinerkresse, weiße Passionslilie und Amethyste. Ich bin zurück mit deinen Zutaten für den Zaubertrank. Aber danke, Fischlein. Ich hoffe, du wirst in Zukunft einen guten Einfluss auf diesen Jack Skellington haben. Apropos Jack, wohin ist er denn verschwunden? Nun, wir sprachen über das Königshaus und diesen Taugenichts-Triton. Und er erwähnte, dass er auch königlich sei, der Kürbiskönig oder so ein Blödsinn. Ich sagte etwas über die gute Fee und ihr Kürbishaus und er schien sehr interessiert zu sein. Oh oh, das kann nicht gut sein. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich neugierig bin. Sei so lieb und sag mir Bescheid, wenn er eine neue Maus, wenn er in eine Maus verwandelt wird. Ja, ich muss los. Die gute Fee würde so etwas nie tun. Trotzdem sollte ich lieber mit Jack reden, bevor er noch mehr Ärger macht. Alles klar. Sind wir uns? Da ist Jack. Zum Glück nicht verwandelt. Ach, Jack. Jack, ich habe die Zutaten für die Tränke ersetzt, die du in Ursulas Haus versaut hast. Oh. Danke, Isa. Ich wollte keine Sauerei machen, aber diese Tränke waren einfach so einzigartig. Ich konnte nicht widerstehen zu experimentieren. Wir können uns wohl glücklich schätzen, dass keine Katastrophe passiert ist. Aber Ursula kann manchmal gemein sein. In ihrer Nähe würde ich vorsichtig sein. Danke für die Warnung. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Sie hat erwähnt, dass jemand hier ein Haus aus einem Kürbis gebaut hat. Wie faszinierend. Ja, das ist die gute Fee. Ich kann dich zu einem kleinen Besuch mitnehmen, aber benimm dich, okay? Du hast mein Wort. Sehr schön. Was sagt die nächste Aufgabe? Folge Jack Skellington und höre dir an, was er zu sagen hat. Na, lauf mal vor. Da ist die gute Fee. Was haben Sie denn? Ich liebe Fledermauskürbisse. Was für ein wunderbarer Name. Oh, aber nichts ist entzückender als ein klassischer Kürbis, der so golden ist wie der Herbst, um mit ihm etwas zu verzaubern. Mhm. Stimmt. Ich habe sie schon oft bei meinen Paraden benutzt. Hast du eine Lieblingskürbissorte, meine Liebe? Was? Nun, ich habe einmal meinen eigenen erschaffen. Er hatte Schuppen und ein Dutzend Beine. Er war wirklich furchterregend.
Okay. Ich verstehe kein Wort. Jack. Hattest du ein nettes Gespräch mit der guten Fee? Ja, ich glaube sogar, dass sie meine Lieblingsperson im Dorf sein könnte. Schau dir ihr wunderschönes Haus an. Ich bin nicht deine Lieblingsperson. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du dich mit ihr anlegen würdest. Ich würde nie versuchen, jemanden zu erschrecken, der Kürbisse so sehr liebt wie ich. Ich bin froh, dass du keine Maus bist. Stimmt, ich hätte mir denken können, dass ihr beide euch gut verstehen würdet. Was hältst du von Kürbissen im Allgemeinen? Ja. Nun, es gibt etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Klar, was ist los? Ich mache mir Sorgen, dass die Dorfbewohner sich meiner Rolle als Kürbiskönig nicht bewusst sind. Sie wissen nicht, dass sie mit all ihren schrecklichen Bedürfnissen zu mir kommen können. Ich sehe das Problem. Wir haben schon eine Menge an Hoheiten. Aha. Ganz genau. Was schlägst du vor? Die gute Fee hat mir gerade diesen schönen Entwurf für einen Kürbisthron gezeigt. Könntest du mir beim Bau helfen? Klar doch. Du brauchst natürlich jede Menge Kürbisse, 31 Stück, um genau zu sein. Und auch etwas dunkles Holz, 10 Stück sollten genügen. Ui. Diese Zahlen sind perfekt für einen Halloween-Thron, findest du nicht auch? Ich würde nichts anderes erwarten, wenn ich etwas für dich mache. Ein Thron kommt sofort. Danke, Isa. Und stell ihn irgendwo im Dorf auf. Ich möchte, dass sich jeder auf ihn setzen kann. Aber du bist nicht für den Schrecken verantwortlich, der daraus entstehen kann. Eigentlich würde ich die volle Verantwortung dafür übernehmen. Gut, aber danach machen wir ein gemeinsames Foto, um dich daran zu erinnern, dass du hier im Tal bist. Ich würde mich geehrt fühlen. Okay. Baue den Thron des Kürbiskönigs. Okay. Rezept habe ich hier gerade nicht. Moment. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich freue mich auch, Nala. Upp. Kürbisse sind da zum Glück immer angebaut. Ah, ich glaube, die hätte ich zur Not auch noch im Lager gehabt. Muss erst mal gucken. Kann ich den vielleicht so bauen? Ich weiß nämlich gerade nicht, wie viel dunkles Holz ich im Lager habe. Möbel. Thron des Kürbiskönigs. Offensichtlich mehr als genug. Dabei muss ich doch eigentlich noch einen Haufen Kisten für mein Lager bauen. Na gut. Thron des Kürbiskönigs. Okay, platziere den Thron des Kürbiskönigs irgendwo im Tal. Ich weiß schon, wo ich den hinstellen werde. Ich habe nämlich noch ein klitzekleines bisschen Platz im vergessenen Tal. Und zwar nämlich in der Nähe von Jacks Haus. So. Und ich finde, da passt der Thron von Jack perfekt hin. Direkt neben sein Haus. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt hier gerade mehr quer durch die Pampa. Dunkles Holz nehme ich mit. So. Gucken wir mal. Ah, das ist... da stelle ich mal den Brunnen ein Stückchen nach hinten. Ja, Sekunde, Jack. Moment. Das Bäumchen dahin, das Bäumchen dahin. Dann kommt der Brunnen dahin. Und der Thron. Wo ist eigentlich vorne und hinten bei dem Ding? So. So. Ja. Mit dem Berg im Hintergrund. So passt es. Perfekt. Sehr schön. Mach mit Jack Skellington ein Foto vom Thron des Kürbiskönigs. Jack? Wo ist Jack schon wieder abgeblieben? Er sollte mir doch eigentlich folgen. Da kommt er. Alles klar. Ich glaube, den Thron lasse ich hier stehen. Der passt da irgendwie schön hin. Gefällt mir. Da kommt er angesprintet. Das ist so süß. So. Foto. Komm. Jack, Foto. Komm.
Hallo? Jack, du musst dich hier schon neben den Thron stellen, sonst wird das nichts. Komm, stell dich neben den Thron. So, zeige Jack Skellington das Bild. Bitteschön. Ah, ich sehe nichts. Das sieht großartig aus, Isa. Wirklich? Du magst es? Mehr als ein Dutzend Fledermäuse in einem Glockenturm. Was ist los? Donald, was schiffst du denn schon wieder durch die Gegend? Mehr als ein Dutzend Fledermäuse in einem Glockenturm. Was? Ich sag nichts dazu. Oh, das freut mich. Versprich mir nur eine Sache, Jack. Ja, natürlich. Solange es nicht um Insekten und Jutesäcke geht. Nein, frag die Leute einfach um Erlaubnis, bevor du ihre Sachen anfasst, okay? Auch wenn es neu und faszinierend erscheint. Ich bin so neugierig, aber ich verspreche, dass ich den Besitz anderer in Zukunft respektieren werde. Das ist alles, was ich will. Ich muss los, es gibt hier noch so viele Orte zu entdecken. Das stimmt. Viel Spaß! So, damit wäre die nächste Quest mit Jack Skellington erledigt. Ja! Ja, ich weiß, du willst Münzjagd spielen. Das werden wir bei Gelegenheit auch mal wieder tun. Ich weiß, ihr wollt alle zu mir und ihr habt alle eure kleinen Sorgen und Nöte und ich werde mich um alle Sorgen und Nöte kümmern, aber nicht jetzt, weil jetzt ist dieses Video zu Ende. Und ihr da draußen, ihr werdet den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr nämlich sofort benachrichtigt, wenn ich mich um die Sorgen und Nöte meiner kleinen Valley-Bewohner kümmern werde. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play. Okay.